Ja, grüß euch, hallo liebe Gattl- und Werkel-Fans. Es ist ja schon eine Zeit her, wo wir das letzte Video gemacht haben, voriges Jahr im Herbst oder so. Dazwischen hat sich einiges getan. YouTube ist nicht momentan die größte Priorität in unserem Leben. Wird sich wieder ändern, momentan ist eher schwierig. Trotzdem fängt bei uns auch schon die Saison schon langsam an. Ihr habt sie alle mitgekriegt, der Winter war ja durchaus sehr schneereich. Bei uns genauso, also wir haben teilweise am Grund drinnen 1,5 Meter Schnee gehabt, so in der Größenordnung. Was auf der einen Seite gut ist, weil es war dann nicht so kalt. Durch die Schneedecke hat eigentlich alles überlebt, bis auf ein oder zwei Pflanzen, die waren, sind eher grenzwertig momentan noch. Vielleicht kommen sie, man weiß es nicht. Auf alle Fälle, heute ist wieder ein kleiner Wintereinbruch. Temperaturen im Freien sind jetzt da so bei 4 Grad haben wir da, das heißt, ich nütze mal die Zeit, dass wir fürs restliche Frühjahr, für den Frühsommer, die Arbeiten einmal erledigen. Das, was ihr da seht im Hintergrund, was ausschaut wie beim Meister Eder in seiner Werkstatt, sind Bienenstöcke, Bienenbalken, Wabengeschichten und so weiter. Das heißt, logischerweise fangen wir mit Frühsommer oder Spätfrühling quasi irgendwann Mitte, Ende Mai mit Bienen an. Material haben wir schon soweit. Und das wird uns auf alle Fälle in den nächsten 2 Jahren, so ist jetzt einmal der Plan, beschäftigen. Die Balken habe ich an sich schon zusammengebaut. Das war ein ganz normaler Bausatz. Jetzt nichts Großartiges. Qualität ist gut an und für sich. Zum Zusammenschrauben und Zusammenleimen. Das ist jetzt nicht keine große Hexerei gewesen. Gestrichen habe ich es auch schon mit einer bienenfreundlichen Lasur. Das habe ich sogar in dem Raum gemacht, wo jeder von euch normalerweise weiß, wenn du im Raum herinnen streichst, dann hast du schon mal einen Wochenkopf normalerweise. Das ist aber bei der natürlichen Farbe oder Lasur nicht der Fall. Die riecht relativ neutral. Man merkt zwar, dass gestrichen worden ist, jetzt aber nicht was geht wie tragisch. Also das sollte auch mal für sich auch für die Bienen passen. Ne? So schaut es einmal aus. Was ich heute noch mache, ist auf alle Fälle, in die fertig gelöteten Rähmchen kommen im Prinzip noch Abstandshalter auf. Ich habe mich für die Variante entschieden, dass ich im Endeffekt 4 Abstandshalter da, da und auf der Seite pro Seite montiere. So hätte ich mir gedacht, dass man, sollte man den Wabenblock einmal verschieben, dass man das als eine Einheit parallel verschieben kann, ohne dass man eine Biene zwickt im Prinzip. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, wir werden es dann sehen. Wir beschäftigen uns ja gute 3 Monate mit Bienen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, je nach Zeit. Und was wir definitiv schon erfahren haben, ist, dass zwischen die Imker ein gewisser Glaubenskrieg herrscht. Und wir sind da nicht bereit, dass wir da mitmachen. Das interessiert mich einfach nicht. Das heißt, ihr könnt es gerne kommentieren. Ja, ich werde mir sicher Tipps und Tricks aus den Kommentaren ziehen, ist logisch, macht jeder. Aber inklusive der Recherche werden wir definitiv unseren Stil entwickeln. Gewisse Sachen werden wir, wie gesagt, werden wir uns aneignen, abkupfern, was auch immer. Aber ich werde mich da auf keinen Glaubenskrieg einlassen. Das ist vergebene Liebesmühe, das interessiert mich nicht. Wenn es funktioniert, ist gut. Wenn nicht, lassen wir es bleiben, ganz einfach. So schaut es aus, die wäre jetzt noch fertig nageln. Bienenkurse und so weiter haben wir teilweise schon hinter uns, noch nicht alle, es folgen noch welche. Die Materie ist auf alle Fälle extrem interessant, sehr vielfältig und für einen Anfänger und Neuling, so wie wir das sind, komplett überfordernd mit den vielen Meinungen, die du im Prinzip am Markt hast. Ne? Der eine sagt das, der andere sagt das, 3 Imker, 10 Meinungen und 5 Lösungen. Ein bisschen undurchsichtig und sehr gewachsen, die Geschichte, sagen wir mal so. Ne? Wir werden auf alle Fälle anfangen, mit dem Tatant-Betriebssystem. Wir haben uns für das entschieden, das klingt logisch für uns. Ob man jetzt Imkern im offenen System oder im angepassten Brutraumsystem lernen, wird wurscht sein. Also wir müssen das oder das lernen. Wir haben uns eben für das Tatant-System entschieden. Ganz einfach, so ist es. Das war jetzt einmal quasi die Bienengeschichte im Endeffekt. Zurück zu den Gartensachen an und für sich. Wir haben ja voriges Jahr im Herbst sehr viele Schnäppchen organisiert. Teilweise mit Hagelschäden, teilweise im Abverkauf, weil halt das keine gängige Ware war.
war ein Wagnis, muss man sagen. Es hat jetzt nicht sehr viel gekostet, deswegen ist es eigentlich auch im Grunde jetzt nicht so tragisch, sollte was eingehen oder nicht. Zum Normalpreis würde das schon ein bisschen wehtun, also so ist es nicht. Ne? Wie gesagt, aufgrund der hohen Schneedecke an und für sich hat das eigentlich super überlebt, war isoliert im Endeffekt. Das Einzige, wir haben angefangen, ca. Ende Februar waren wir einmal Kontrolle im Prinzip. Da war das erste schöne Wetter, Sonnenschein und so weiter. Da haben wir noch einen guten halben Meter Schnee gehabt. Kompakten Schnee, also gut gefroren an und für sich. Und was wir gehabt haben, wir haben mördermäßig viel Mildverbiss gehabt. Schäden an den Bäumen bzw. alles was irgendwie Rinden um hat oder Sträucher, die aus dem Schnee rausgeschaut haben, die sind alle im Prinzip abgebissen, abgenommen worden und schauen dementsprechend aus. Ich habe jetzt da ein bisschen Einblendung, zeige ich das, wie das so ausschaut. Also das erste Mal, wie wir das gesehen haben, ja eh, haben wir gedacht, hui, schaut jetzt da nicht so super aus. Ich glaube, unsere Bäume und Sträucher waren gekennzeichnet für das Wild zur freien Entnahme. Die haben sich, glaube ich, bei uns alle irgendwie zusammengefunden und tagtäglich ein bisschen runtergeausnet von der Rinden. Wir haben das mit Baumpaste im Prinzip ausbessert, schauen, ob die Geschichten jetzt dann überleben oder nicht. Mittlerweile ist es so, die Bäume treiben aus, das ist schon mal super. Und das, was ganz schlecht ist, werden wir einfach im Laufe des Erhaltungsschnitts, sofern einer notwendig ist, einfach einmal in den nächsten, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre mal entfernen oder ein bisschen einkürzen, schauen wir, wie das dann läuft im Endeffekt. So hat die Saison angefangen, war gleich einmal ein Mutzerschock. Ein bisschen später dann, an und für sich, ist das Wetter schöner geworden. Wir haben ja, ich habe die Ziegelhaufen organisiert, falls ihr das noch nicht wisst, wir haben ja ein Hügelbett abgebaut, das Video kommt später noch, ich bin ja noch nicht dazugekommen. Und im Zuge von dem Hügelbett haben wir ja so einen gute 1,5 Kubikmeter schönen gebrannten Ziegel auch organisiert, der war kostenlos aus der Gegend. Da haben wir gedacht, sowas kann man immer brauchen. Ja, dann ist er gestanden, ne? Und dann ist er mal schon so am Zager gegangen und der Nicole auch, dass wir jetzt irgendwas einmal machen haben müssen. Und nachdem wir im Prinzip eigentlich immer ein Murzer-Windproblem da drinnen haben, haben wir gedacht, wir machen einfach jetzt einmal einen Windschutz, zumindest ein bisschen einen kleineren. So eine Art wie eine Trockensteinmauer halt geschlichtet und die werden wir bepflanzen und das hält ein bisschen im Winter. Ja eh, ne? Das Problem, bevor wir das haben machen können, hat der Holzstoß weg müssen. Der Holzstoß war jetzt kein optisches Highlight am Grund. Der hat wirklich wild ausgeschaut. Die Optikfolie war schon eher sehr porös, hat sich aufgelöst und die ganzen kleinen Plastikfäden und Futzerl und der ganze Scheiß, was einmal dunkel ist, ist natürlich auch schon in der Erde drinnen. Ne? Der ist super Sondermüll. Haben wir gesagt, okay, bevor wir das machen, Holzstoß gehört weg, beziehungsweise wir nehmen den Holzstoß gleich oder einen Teil von dem Holzstoß quasi her als Windschutz für den Bienenstand. Jetzt haben wir, was ich, 3 Festmeter ungefähr oder ein bisschen mehr, nach links oben oder nach links oben hinten, irgendwo im Eck, dort wo der Container steht, der Wassercontainer, haben wir halt ein bisschen einen Windschutz gebaut, was unerwartet gut funktioniert, muss man auch sagen. Der Wassercontainer wird jetzt noch ein bisschen höher gelagert, den lassen wir dann mit Efeu-Fullranken, dann schaut das nicht so wild aus. Wird aber ein bisschen dauern natürlich. Da hinten im Eck ist dann noch ein großer Bienenbaum gesetzt worden, den haben wir ebenfalls voriges Jahr im Herbst im Abverkauf erstanden. Der hat gekostet, könnt ihr jetzt gar nicht sagen, 20 Euro. Ist ca. 7 Jahre alt und sollte an und für sich gut in Fahrt kommen. Das war ein Hagelschaden, schaut echt wild aus, aber die Bienen wird es auf alle Fälle taugen. Und so bereiten wir eben Schritt für Schritt die Umgebung bienentauglich vor, soweit es halt geht und nicht zu viel kostet. So schaut es aus. Der Holzstoß ist eben aufgeschlicht worden, das passt soweit, ist dadurch ein runden Weg. Dann haben wir die Ziegelmauer gemacht als Sichtschutz, die haben wir mittlerweile auch schon bepflanzt vorne, da kommt noch ein bisschen was dazu. Vor der Ziegelmauer haben wir dann gleich einmal ein Erdäpfelbeet oder ein Beet umgestochen und den Sondermüll teilweise aufgerammt. Ist nicht alles weggegangen, aber über 90% haben wir sicher weggebracht und der Rest wird im Laufe der Jahre aufgearbeitet im Endeffekt. Dadurch, dass der Holzstoß da auf Blättern gestanden ist, die sind vermorscht,
das ist dann im Prinzip in den Boden einzogen schon. Das ganze alte Holz haben wir weg da und die Nägel und das ganze, was da gelegen ist. Und die Wühlmäuse und Regenwürmer haben natürlich den Untergrund extrem gut vorbereitet. Das heißt, das war super locker, fast 30, 35 cm Humusboden, also gut aufbearbeitet. War überhaupt kein Thema, das Umstechen ist relativ gleich einmal gegangen. Und ja, ist erledigt, schaut mittlerweile gepflegt, relativ gepflegt aus. Und der Sondermüll ist entsorgt, mehr oder weniger. Was auf alle Fälle noch passiert ist, der Steinehaufen, den ich auch organisiert habe vom Nachbarn, das Video verlinke ich euch. Er ist noch nicht ganz verbaut, aber zumindest sind sehr viele Steine im Garten verbaut. Also die Trockenschüttsteinmauer ist erweitert worden. Die geht jetzt ein bisschen so im S, querte den Garten. Dahinter werden einfach werden Gräser wachsen als Sicht bzw. Flugschutz für die Bienen. Es kommt nur dahinter gelagert eine Totholzhecke werden wir noch machen. Ebenfalls aufgrund von den Bienen und ihrer, dass wir den Flug der Bienen ein bisschen ablenken und dass die einfach höher steigen müssen und die Nachbarn, so hoffe ich halt zumindest jetzt einmal, nicht sonderlich belästigen. Passieren kann immer was, wir wissen es nicht, wie es reagiert und man muss halt flexibel sein. Ja, der Steinehaufen ist im Grunde großteils verbaut. Die Nicole hat dann noch den großen vorderen Komposter mit einer Schlichtsteinmauer mehr oder weniger verkleidet. Das war ein bisschen blöd, weil die Steine sehr rund sind. Das ist ein großer Flusskiesel im Prinzip gewesen. Also die sind alle abgerundet. Hochschwabgestein, so Kalkgestein ist das im Endeffekt. Die verkanten relativ schlecht und sind halt ganz normal einmal dreimal umgeflogen. Ne? Jetzt könnt ihr euch vorstellen, die Stimmung war nicht sonderlich gut, wenn du den Haufen drei, vier Mal angreifen musst, dann geht dir das schon ziemlich am Zager. Mittlerweile steht aber, ist so gut ein dreiviertel Meter ungefähr rumherum geschlicht und sehr kompakt, also man kann auch umgehen und wir haben dann eine Erden aufgeschüttet, die von der Trockensteinmauer, von dem Aushub quasi, den haben wir gleich weiter verwendet. Und dort kommen auf alle Fälle einige Kürbisse rauf. Also wir haben 4-5 Sorten, die wir voriges Jahr organisiert haben. Die werden wir jetzt als Samen ziehen. Schauen wir, ob das so funktioniert. Vorziehen und dann irgendwann Mitte, Anfang Mitte Mai, wenn es halt ein bisschen wärmer ist, setzen wir die dann ein. Wir machen gleich ein bisschen mehr, weil dass wir viele Schnecken auch was haben. Ne? Auf die Kerne auch geschaut. Das ist natürlich das Problem, wenn es nicht jeden Tag eine Kontrollrunde gehen kannst. Du musst natürlich die Tierwelt auch versorgen. Und Schnecken haben wir ja bekanntlich genug. Ne? Bezüglich dem Hügelbeet-Video kommt noch. Da haben wir eigentlich vor, dass wir heuer einmal anfangen, einiges an Gemüsen und Kräuter und so weiter dort einbauen. Hügelbeet ist ja auch noch für sich ein Teil aus der Permakultur. Das heißt, wir haben das ja unten mit vermorschendem Holz gebaut. Und darauf die einzelnen Schichten deponiert und oben dann Erden drüber und dadurch erhoffen wir uns einfach einmal einen Vorsprung der Vegetation um ca. 2-3 Wochen. So die Theorie. Bei den ersten zwei Kontrollen war jetzt noch nicht weiß gerade was ein Vorsprung zum Sehen. Allerdings im Laufe der Zeit funktioniert das dann da ein bisschen, wenn der Wind nicht wäre. Und für das haben wir eben den Windschutz vorn gebaut. Dass die Wärme, die sich in dem kleinen Klima da ergibt, einfach nicht verblosen wird, sondern in dem hufeisenförmigen Hügelbeetgebilde mehr oder weniger drinnen bleibt. Wir haben voriges Jahr im Herbst angefangen, verschiedene Knoblauchsorten zu setzen. Die sind alle jetzt mittlerweile schon, das Laub ist so gute 30 cm hoch, schmeckt auch extrem geschmackig schon, muss man sagen. Zwiebeln haben wir auch eingesetzt im Herbst. Die brauchen ein bisschen, da sind erst die Spitzerl heraus und der Rest folgt im Laufe der nächsten ein, zwei Wochen. Wir werden die Saumen auf alle Fälle vorziehen und dann dementsprechend drinnen verbauen. Was wir noch vorhaben, ist teilweise das Grünland, die Standard-Grasnarbe im Prinzip, so wie sie gewachsen ist, haben wir im Herbst einmal abgeschröpft, die haben wir komplett abgemäht, radikalsterweise. Und den Grasschnitt natürlich anderwertig verwendet als Mulch, aber nicht mehr liegen lassen, so wie wir es einmal gemacht haben,
so dass das nicht sonderlich gut gedüngt wird. Erste Erfolge zeigen sie schon und wir werden das auf alle Fälle im Frühjahr weiter betreiben. So, wir haben einige Wildblumensamen gesammelt und wir haben Samen auch ein bisschen was zugekauft, eben als Bienenfutter, weil die Landschaft, soweit wir das jetzt beurteilen können, aus Anfängersicht da relativ karg ist teilweise. Also wir haben jetzt keine Maiskultur oder sowas, sondern nur Grünlandwirtschaft in der Gegend, aber die wird natürlich 5-6 Mal im Jahr gemäht. Das heißt, Blumen haben da eher relativ wenig Chance. Wir haben zwar einen Wald in der Nähe für Waldhonig, Waldblütenhonig, falls es einen gibt. Auf das spekulieren wir ein bisschen, aber wir wollen natürlich auch einen Blütenhonig zusammenbringen, möglicherweise, man weiß es nicht. Vielleicht ist das ein Gedankengespinst, Anfängerproblem. Wir machen uns da sicher ein bisschen zu viel Gedanken und sind ein bisschen verwirrt bei den ganzen Geschichten. Aber so ist die Idee und das wird schon aufgehen. Ne? Ja, ihr könnt mir vorstellen, ihr habt jetzt einmal ungefähr eine Richtung rausgekriegt, wo die Reise hingehen wird. Ob es Bienenvideos geben wird am Anfang, kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Einfach das Problem ist, wir sind eben Anfänger noch und Bienen und Filmen und das zusammen, bin mir jetzt nicht so sicher, ob das so funktionieren kann. Man weiß es nicht. Ich muss mich selber überraschen lassen, ob das so geht oder nicht. Und ob es zeitlich auch geht oder nicht, ist ja ein großes Thema momentan. Und ja. Ja, im Endeffekt, zurück zu die Waben. Wir haben da so Gleitabstände, so Abstandshalter, die haben wir viermal montiert. Jeweils 3 cm vom Oberträger obi und von der Unterseite ebenfalls 3 cm auf eingeschlagen. Einfach, das sind so selbsthaltende Abstandshalter im Endeffekt. Ich habe da, wir machen das jetzt nicht, weiß gerade wie. Am Anfang wirst du es wahrscheinlich schön machen, auf Millimeter genau, aber irgendwann wird dir das dann wurscht sein und das passt. Ne? Wir haben 3 cm oben gemessen. Hau die rein. 4-mal rundherum, 40 Mal das Ganze. Wenn euch das taugt hat, gebt einen Daumen rauf. Abonniert uns den Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt und seid. Wir würden uns freuen. Übrigens ein Danke an alle Abonnenten, die bis jetzt da sind. Bin noch nicht dazu gekommen, dass ich mich bei euch bedankt habe. Mittlerweile sind wir so bei den 700 oder dumm, was eigentlich eher voller Wahnsinn ist. Ne? Und ja, es wird so weitergehen. Die zeitlichen Probleme werden sich im Frühjahr hoffentlich erledigen, jetzt da irgendwann so Mitte Mai haben wir dumm. Das Leben dreht sich auf alle Fälle sehr schnell momentan. Und naja, angenehm ist es nicht, aber es ist wie es ist. Ja, so viel zu dem Thema. Also Daumen auf, bis zum nächsten Mal und so weiter. Der einzige Haken an der ganzen Sache ist, ich mag eigentlich keine Bienen. Und der einzige Kontakt zu den Bienen war, wie sie mich gestochen haben, als ein kleiner.